SR3, Saarlandwelle. Wenn Sie wissen wollen, was Ihre Kinder und Enkel so am Smartphone und Tablet anschauen, was sie so millionenfach erdaddeln und runterladen, dann erfahren Sie es jetzt hier. Ich habe zwei junge Männer im Studio, zwei Superstars, die haben bei YouTube 2,4 Millionen Abonnenten. Die werden im Monat 15 Millionen Mal angeklickt und haben über 4 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken. Ihren Namen haben Sie auch schon gehört oder Sie haben sie bei Let's Dance tanzen sehen. Die Lochis, Heiko und Roman Lochmann. Hallo, hallihallo. Na? Ihr seid Entertainer, Musiker, ihr habt schon als Schüler Hitparaden Einser geschrieben, ihr schauspielert nach den Kessler-Zwillingen, die wir so kennen, wieder Zwillingsstars. Hashtag What is Life, ja, so heißt die dritte CD, die ihr vorstellt. Wie ist das, wenn man so im Internet so erfolgreich ist und hat jetzt so ein Auslaufmodell, so eine Silberscheibe? Ist total schön, mal was Echtes in der Hand zu halten, weil man wirklich sagen muss, heutzutage, es wird ja alles immer digitaler und so ein bisschen unechter. Auch alles so ein bisschen oberflächiger, das kriegen wir mit. Und umso schöner finden wir es, wenn man mal eine echte CD in der Hand halten kann. Wir haben zu unserem zweiten Album, was jetzt rauskommt, haben wir auch so eine Premium-Box, so eine spezielle Box. Da sind noch ganz viele Inhalte drin. Und das ist auch cool, weil ich finde, sowas kann man sich danach halt irgendwie auch in den Schrank oder ins Regal stellen und danach angucken. Wir merken das bei unseren Fans, die finden das richtig cool, einfach mal eine CD in der Hand zu halten und wirklich auch Musik nochmal ganz klassisch irgendwie auch zu hören über einen CD-Player, dass sie immer noch irgendwie trotzdem nah dran sein wollen. Das ist das Schöne irgendwie. Ich gucke euch ja schon lange bei YouTube, weil mein 11-jähriger Sohn Luca, der zeigt mir seit Jahren alles und weil der nicht nur Fan ist, sondern viel mehr weiß als ich und auch andere Fragen hat und die Schule aus ist, darf er die jetzt stellen. Hallo Luca. Hi. In euren Videos hat man ja schon früher die Katze im Schrank bewundern geil können. Wie geht's denn der? Der geht super. Das ist ein Insider, so nennen wir das ja für alle, die nicht oft unsere Videos gucken. Wir haben in unseren Videos früher mal gesagt, dass wir eine Katze im Schrank haben. Ja, muss man auch nicht jetzt erklären, das würde zu lang dauern, das wird auch keiner verstehen. Super geht's der, ja. Ihr habt ja angefangen, als ihr so alt wart, wie Luca jetzt. Ich glaube, ein Film über das Öffnen von einem Tetrapack Milch. Ja, da ging's quasi los. Das wie hat das damals geklappt, dass das weiterging und immer besser wurde bis heute? Naja, also wir waren schon immer irgendwie Rampensäue und wir haben schon immer irgendwie versucht, auch irgendwie ja, uns kreativ und auch voll musikalisch irgendwie auszuprobieren. Und irgendwann haben wir dann YouTube und generell das Internet als Plattform gesehen, um uns da irgendwie auszuprobieren, um das den Leuten zu zeigen, dass es jetzt so wird, wie es jetzt ist. Damit kannst du natürlich nicht rechnen. Damit haben wir auch gar nicht gerechnet. So, das ist, wir betrachten das auch mit einer riesen Demut und mit einer riesen Dankbarkeit vor allem. Ihr liefert ja immer noch frischen Stoff täglich im Netz und das guckt natürlich er seit immer. Seit 7 Jahren, ey. Ja, und du guckst alles, oder was? Jo. Ja, geil. Und schon seit ihr klein seid, herrscht zwischen euch ja ein großer Geschwisterkampf, den ihr auf YouTube Lochi vs. Lochi nennt. Mhm. Dafür habt ihr auch einen extra Kanal, wo ihr Challenges und Wettkämpfe hochladet. Ja. Beispielsweise, als ihr auf einer Achterbahn eine Nicht-Blinzeln-Challenge gemacht habt. Was für Challenges sind denn noch als nächstes geplant? Ja, das stimmt. Also dieser typische Geschwisterstreit, dieser Fressneid, der ist immer noch da. Also schon damals als Kids, gerade als Zwillinge, man will nie schlechter sein als sein Bruder. So, das geht nicht. Man muss sich das tatsächlich auch immer, irgendwann wird es dann schwierig, weil irgendwann gehen dann auch so ein bisschen, irgendwann hat man gefühlt alles gemacht, voll. Auch an Challenges, aber da wird es auf jeden Fall noch eine Menge geben. Wir sind ja auch auf Tour. Wir sind ja auch hier in Saarbrücken, ne? Ja, vielleicht binden wir das Saarbrückener Publikum mit ein in die Challenge, das wäre cool. Also vom Schüler, YouTuber bis zum TV-Star, nochmal so Let's Dance, Entertainer auf der Bühne, Kino, das alles parallel bei euch zum Erwachsenwerden. Mhm. Ist das behütet über die Bühne gegangen? Wer hat aufgepasst, dass das böse Internet euch nicht verschlingt? Wer aufgepasst hat, waren auf jeden Fall unsere Eltern. Es war jetzt nie so, dass sie uns irgendwie vorgegeben haben, was wir machen sollen oder so. Ich meine, das gibt's ja auch. Es gibt ja auch negative Beispiele, keine Ahnung, aus den USA oder so, wo es irgendwelche Manager-Eltern gibt oder so. Nee, unsere Eltern, die haben uns immer schon machen lassen. Freiräume gegeben. Die haben uns immer Freiräume gegeben, uns kreativ auch einfach machen lassen, aber haben natürlich geschaut, ey, wenn ihre 12-jährigen Söhne damals was ins Internet gestellt haben, dass da auch alles koscher ist und nicht so der Gürtellinie, so, das ist ja ganz klar und ist auch sehr gut so. Und das war den beiden auch immer wichtig, dass wir noch mit der Schule fertig werden. Voll. Das haben wir auch gemacht. Wir haben unser Fachabitur gemacht vor 2 Jahren und das war uns allen ganz wichtig. Von daher, unsere Eltern haben da auf jeden Fall aufgepasst und das ist auch gut so. Ja, und da sind wir auch sehr dankbar drüber. Heiko, du bist vor kurzer Zeit in einer Disco in ein Sektglas getreten und hast dir den Fuß verletzt. Wie geht's deinem Fuß? Mittlerweile geht's dem Fuß wieder ganz gut. Das stimmt. Ich bin in dummes Sektglas getreten tatsächlich. Das hat sich total ekelhaft durch den Schuh gebohrt und war dann irgendwie so halb in meinem Fuß. Egal, muss man nicht länger drüber reden. Auf jeden Fall geht es dem Fuß jetzt wieder den Umständen entsprechend gut. Man weiß halt nie,
bei so einer Verletzung am Fuß, ich meine, das kann immer wieder irgendwie aufreißen, weil das halt eine sehr belastbare Stelle ist. Aber ich denke mal, bis zur Tour allerspätestens im Oktober ist da wieder alles heil. Eure CD habt ihr ja in Thailand aufgenommen. Ja. Wie war's da? Und habt ihr denn demnächst noch eine Reise vor? Genau, wir haben jetzt 3 Jahre an dem Album geschrieben und haben dann quasi 6 Wochen lang alles finalisiert, haben alle Sachen dann aufgenommen und zwar in Thailand. Wir waren dann mit unserer Band zusammen, mit unserer Crew, mit der ganzen Entourage und es war mega krass, weil ich meine, wir selbst waren davor noch nie in Asien. Wir waren ja bewusst da, weil wir was Neues erleben wollten, weil wir neue Inspirationen sammeln konnten und weil wir auch irgendwie am anderen Ende der Welt die Möglichkeit hatten, mit unserer Band und mit unserem ganzen Team super fokussiert an dieser Musik zu arbeiten, an diesen Songs zu arbeiten und das war auf jeden Fall echt schön. Wir konnten uns wirklich vor allem auf diese eine Sache konzentrieren und ja, das ist schon verrückt, wenn man jetzt überlegt, dass es halt jetzt echt bald zu weit ist und jetzt kommen die Songs raus. Und wir sind immer auf Reisen, ne? Also die Reise, die verschlägt uns immer irgendwie neu hin. Zum Beispiel sind wir jetzt auf Tour im Oktober. Wir kommen auch nach Saarbrücken wieder. 15. Oktober. Genau, und wir sind immer irgendwie on Tour. Aber umso schöner ist dann auch, wenn man mal wieder zu Hause ist, ne? Wir waren jetzt kurz bevor es mit dem Album losging, waren wir auch mal 2-3 Wochen fast nur zu Hause und haben von da auch viel gemacht. Aber es war ganz schön, mal immer im eigenen Bett zu schlafen. Mit Mama und Papa auch mal irgendwie was zu machen und den Freunden. Wie ist das bei eurer Musik? Wie habt ihr das vor ein paar Jahren mit Ich bin blank oder Ich will nur zocken und pennen gemacht? Und wie ist es heute? Ja. Welche Instrumente spielt ihr? Wurdet ihr mit Klavier gequält? Nee, Musik war schon immer die größte Leidenschaft von uns. Also schon immer. Irgendwann kam halt dann auch die ganzen Sachen auf YouTube und so dazu. Und ey, natürlich früher, als wir halt auch Kinder waren in dem Sinne, oder halt noch echt noch jüngere Teenies so, da lernt man das ja auch alles für sich kennen. Ich meine, jeder fängt da irgendwie an. Manche starten mit irgendwelchen Auftritten in der Eckkneipe, manchen mit Covers oder Karaoke. Und bei uns war es halt irgendwie auch Parodien oder halt so die ersten Schritte in die Welt, in die Musikwelt. Also da ist immer Luft nach oben. Ja. Instrumente spielen wir auf Tour zum Beispiel, haben wir auch immer so ein Akustikset, wo wir dann auch mit Gitarre ein bisschen was spielen. Also selbst auf Akustikgitarre, Keyboard spielen habe ich mir selbst beigebracht. zum Songschreiben und so reicht es aber mega aus. Und ja, das ist einfach, wenn wir jetzt so auf die alten Sachen zurückblicken, dann das ist für uns immer sehr, sehr schön, weil wir schweben da immer so ein bisschen in Nostalgie, auch wenn es nur ein paar Jahre eigentlich sind, aber für uns ist dann irgendwie doch irgendwie ein relativ großer Teil unseres Lebens so, den wir irgendwie damit verbracht haben bisher. Und das ist für uns immer mega schön, auch mal so die Anfänge anzuschauen und zu schauen, wie es heute ist und auch zu überlegen, wo man noch hin will, ja. Ihr habt ja schon wirklich viele Songs aufgenommen und Parodien gesungen. Ja. Habt ihr euch schon mal um Textzeilen gezofft? Mal ein Beispiel. In eurer Parodie zu Bye Bye singt Roman einen coolen Jungen, der genervt ist von seiner Freundin und ausgeraubt wird. Und Heiko singt einen etwas modeunbewussten Typen, der deshalb gemobbt wird. Hattet ihr da mal Probleme, euch zu entscheiden, wer was singt? Ja, weil wir beide wollen immer der Coole sein, aber nur einer kann es dann sein. Ja, meistens bin ich dann, ne? Ja. Nee, das war früher tatsächlich bei Parodien, war das öfter so. Einfach weil die ja thematisch auch immer sehr überspitzt und lustig waren. Und da war dann immer jemand, der auch mal irgendwie ein bisschen leiden musste von uns beiden. Mittlerweile ist es so, dass wenn wir auch unsere Songs schreiben, dass wir einfach zu den Texten wirklich stehen und dass wir das ja auch fühlen dann komplett und da gibt es dann nicht mehr so viele Diskussionen. Mittlerweile gibt es nur Diskussionen, wer dann die erste und die zweite Strophe macht. Jeder will immer von uns beiden die erste Strophe machen, wieso auch immer. Ihr seid ja Superstars bei den Kids, bei den Teenies. Wie denkt ihr an später? Ich frage jetzt mal doof. Mein Superstar ist Elton John, der spielt Hammer Klavier, komponiert Melodien zum Niederknien und ist schon 50 Jahre im Geschäft. Finde ich. Wie schaut man zu diesen Kollegen und wie plant man die eigene Karriere? Ey, die größten Inspirationen für uns sind und bleiben immer noch Menschen. Elton John zum Beispiel, ist auf jeden Fall eine Legende. Da kann man sich auf jeden Fall vieles abgucken und sich einfach inspirieren lassen. Ich glaube, wir wollen unser ganzes Leben lang irgendwie das wirklich machen, was uns antreibt und was uns Spaß macht, weil wir merken selbst, weil wir es auch irgendwie für uns machen und weil wir halt selbst so viel Leidenschaft irgendwie mit dabei haben, können wir halt auch wirklich 150% geben und auch immer die Extrameter gehen. Und ich glaube, gerade so Songs schreiben, Songs zu komponieren und die dann irgendwie auf der Bühne zu performen vor Leuten, so, das macht einfach mega Spaß. So, das ist einfach, das erfüllt uns total irgendwie. Ich finde, Musik ist das allerbeste Ventil, um auch irgendwie seine Emotionen oder seine Gedanken irgendwie zu verarbeiten.
Luca, letzte Chance. Noch eine Frage? Ich esse schon immer gern euer Eis bei McDonald's. Habt ihr vor, in der nächsten Saison wieder eins herauszubringen? Das ist eine gute Frage. Also diesen Sommer gibt es erstmal unser aktuelles Eis. Und wie es dann nächstes Jahr aussieht, das schauen wir dann. Die Gespräche laufen. Also beziehungsweise wir hätten auf jeden Fall Bock, irgendwie nächstes Jahr wieder mit McDonald's was zu machen. Aber wie es dann nächstes Jahr aussehen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Das wird sich dann entscheiden. Aber es ist doch schon mal gut, dass es nicht schmeckt. Aber ja, wollte gerade sagen, es ist gut, dass es nicht schmeckt. Das ist schon mal echt ein gutes Zeichen. Zwei nette junge Männer bei SR3. Heiko und Roman Lochmann, die Lochis. Und Luca, ein talentierter Junginterviewer. Danke, Sohn. Ja, Papa. Dankeschön. Jetzt, sehr gut gemacht. Jetzt am Freitag. Und immer fleißig Hausaufgaben machen und für die Schule lernen, Luca. Jetzt ne? ist, und das neue Album hören. Hashtag What is Life am 15.10.2018 live in der Garage in Saarbrücken. Genau. Das ist am nächsten Tag Schule, Luca. Ja, machen wir mal eine Ausnahme, ne? Gucken wir.